So, von links nach rechts haben wir uns entschieden. Wir fangen hier an. Wir sind auf einem verlassenen Militärlager. Keine Ahnung, was es war. Soviel ich weiß, war es amerikanisch. Ja, da vorne sehe ich No Smoking, also definitiv amerikanisch. Also ich vermute, das sind hier für LKWs oder so, ne? Ja. Garagen, wo man sie auch reparieren könnte. Wir können uns mal das genauer anschauen. Was wir hier so haben. Also hier steht No Smoking. Hier sind die Gruben. Verteiler. Und hier No Smoking. Also wir wissen, dass es hier auf jeden Fall nicht die Bundeswehr war, sondern die US Army. Also sieht es hier aus, es sind halt mehrere Garagen mit Wartungstunnel. Jetzt halt die Frage, waren das für LKWs oder war das für Panzer oder sonstige Militärfahrzeuge? Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Leider nicht. So, hier steht auch ein Gebäude wo ein eigenes Tor hat, also irgendwie abgegrenzt von den anderen. Dadurch ist es interessanter, was war hier drin. Aber leider ist ja schon der Boden weg. Man könnte da zwar reinspringen, aber davon hat man nicht viel. Können wir hier reinschauen. Ich kann es euch nicht sagen, was das hier für ein Raum war. Auf jeden Fall wurde hier wahrscheinlich viel geklaut, so wie es aussieht. Viel Kabel. Aber was das für eine Funktion hatte, dieses Gebäude, weiß ich nicht. Wobei, das kann auch die Stromversorgung oder sowas in der Art gewesen sein. Dass hier praktisch überall irgendwelche Transformatoren oder deswegen auch die dicken Kabel hier, dass sie einfach da drauf standen, also Gleichrichter oder sowas in der Art. Deswegen war das auch ein bisschen abgegrenzt von den anderen Gebäuden. Und vielleicht auch die Heizungsverteilung oder Heizung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ein Versorgungsgebäude gewesen. Das haben wir jetzt herausgefunden im Abenteuer. Oh. Na? Das waren wohl irgendwelche Tanks. Vielleicht war das auch Heizöl. Das haben wir jetzt auch herausgefunden. Vielleicht finden wir noch mehr heraus. Hier steht ja auch was. Ja, Heizungsstörung. Also, hier waren die Heizungen und Öltanks wahrscheinlich. Und ja, da haben sie die ganze Gebäude beheizt damit. So, dieses Gebäude ist wahrscheinlich gar nicht zugänglich oder nicht mehr zugänglich. Türen sind zugeschweißt. Auf jeden Fall ist es was Größeres.
Ja. Das geht nicht auf. Wir haben natürlich noch andere Gebäude, wo wir noch nicht drin waren. Aber hier ist. Dafür ist es hier offen, ja. Also gute Nachrichten. Es gibt hier noch einen Eingang. Die gute Nachricht ist, es ist offen. Die schlechte ist, es ist nichts drin. Ja. Beziehungsweise es ist so, der Bereich ist offen und die anderen Türen sind hinter der Wand. Ist kein Durchgang mehr. Hier hat es gebrannt, das war mal auch in der Zeitung. Also hier haben welche gezündelt. Ja. War ein Riesenskandal. Ja, das ist hier alles aus Holz. Das Dach ist natürlich weg. Ja, ich meine, was hat man davon? Das ist immer das Gleiche, naja. Das finde ich schade. Das auf der einen Seite sind es solche Schweine, die hier den ganzen Kabel klauen, und dann die anderen sind wieder die Schweine, die das anzünden. Nur so aus Spaß. Und so sieht es dann nachher aus. Und die Feuerwehr muss dann kommen und das löschen. Wir haben ja keine andere Wahl, die müssen das machen. Und das ist auch lebensgefährlich. So, hier stehen doch mehr Gebäude als gedacht oder zuerst vermutet oder auf den ersten Blick gesehen. Hier geht es auch noch weiter. Und ein Hase rennt da vorne. Ja, die Tiere holen sich das. Und da vorne läuft irgendwas. Da wird irgendwas betrieben. Ja. Gepumpt oder ähnliches. Und hier ist ein riesen Gebäude, wahrscheinlich so Kasernengebäude, so Unterkunftsgebäude mit Zimmern. Aber ob hier was gearbeitet wird, wissen wir natürlich nicht. Wir haben eigentlich gedacht, hier ist nichts los. Aber es wird doch was gemacht. Zumindest was gepumpt oder ähnliches. Ist auch so ein Gebäude wie das vorherige, wo es gebrannt hat, mit so großen Toren und hohen Decken. Ich weiß halt nicht, warum sie das so gebaut haben. Oder es war schon vorher da für irgendwas anderes und dann hat das Militär es einfach übernommen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber was haben wir hier drin? Hier liegt nur viel Zaun. Also es wird jetzt als Lager benutzt. Oder wurde noch als Lager benutzt. Ich weiß nicht, ob das noch hier von jemandem benutzt wird. Außer Graffiti-Sprayer. Wobei das ja sogar nicht mal so hässlich aussieht, finde ich. Also gibt es Schlimmeres da vorne zum Beispiel. Ja. Ich meine, hier ist es noch akzeptabel, weil hier in so einer Lagerhalle, so einem alten Militärgelände, von mir aus. Aber hier sieht man eigentlich, wie das ausgesehen hat. Die Decke war gar nicht so hoch, also die war normalerweise zu. Nur durch den Brand ist es wahrscheinlich alles weg gewesen. Hier mit Beleuchtung und allem, das haben sie ja so gebaut aus Holz. Aber so ansonsten war die Decke dann durch die Verkleidung natürlich nicht mehr ganz so hoch. Aber breite Sachen konnte man hier gar nicht lagern, weil die Stützpfeiler so nah beieinander stehen. Also weiß ich nicht, was hier gelagert wurde. Das sind auch keine Munitions- oder Waffenbunker. Das sind normale Türen, das ist kein Sicherheitsgebäude, vor allem aus Holz.
Also da konnte man nur normales Material lagern. Ja, wir gehen mal davon aus, das ist ein Materialdepot gewesen für verschiedene Sachen. Hier vielleicht sogar einen eventuellen Kühlraum oder sowas in der Art. Mit benötigtem Licht. Ja, also ich würde mal so behaupten, das war jetzt hier eine Art ja, Kühlraum oder sowas in der Art für Lebensmittel. Naja, da steht irgendwas, womit wir was anfangen können, aber ja, das Problem ist, dass vieles nicht mehr da ist, aber da muss man nur raten. Auf jeden Fall, ich sehe alles mit Fliesen an den Wänden. Vielleicht wurde hier auch viel mit Wasser gearbeitet oder so. Aber ich vermute, das war einfach für Lebensmittel, Kühlräume. Wenn ihr eine andere Idee habt, dann schreibt es in die Kommentare. So, das ist das große Gebäude. Jetzt schauen wir uns das mal an, ob man da rein kann. Loch. Hier fehlt die Tür. Ja, zumindest ist hier eine Treppe. Schauen wir uns noch hier vorne was an. Ansonsten nehmen wir dann die Treppe. Aber sieht eher aus wie ein Notausgang. Auch das wurde hier als Lager benutzt. Zumindest der untere Bereich ist auch nur eine Art Lagerraum oder Kellerraum, der eigentlich nicht unter der Erde ist, mit Aufzug, der fährt nicht mehr. Hier gibt es ja auch eine Haupttreppe da vorne. Oder ist es wirklich diese eine Treppe ganz am Anfang, die wir gesehen haben? Höher und wir waren noch auch noch ein Stück aktiver. Und das ist definitiv kein Gebäude mit Zimmern. Also da muss es dieses Depot, reines Materialdepot für die Kasernen in der Umgebung gewesen sein. Hier findet man keine Zimmer, keine Räumlichkeiten. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussah wie ein Wohngebäude hier, aber das sind alles nur Lagerräume gewesen. Da draußen, ja, also das wäre auch etwas ungewöhnlich, wenn es hier doch ein Gebäude gegeben hätte, wo Soldaten wohnen und die restlichen Gebäude nur Lager. Also ist es jetzt schon logisch, dass hier keine Zimmer in dem Gebäude drin sind. So, was gibt es hier noch? Also hier hat es auch noch so ein Lagergebäude, was ziemlich kaputt ist. Hier vorne war wohl die Stromversorgung. Da haben wir das jetzt auch entdeckt oder gefunden. Ja. Schauen wir noch vorne, ganz vorne in Richtung Haupteingang, ob wir da noch was finden an der linken Seite, da waren wir noch nicht. Das hier sieht alles kaputt aus. Auch nur eine Lagerhalle. Und noch ein Gebäude, aber das hat auch gebrannt. Und ich glaube, das habe ich auch auf den Fotos gesehen im Internet. Sogar der Baum hier hat gebrannt. Eventuell waren doch Räume in diesem Gebäude. Also das wäre vielleicht sogar noch möglich gewesen, aber ich vermute, das ist nur so zu Tagesräume, also oder vielleicht Wachdienst oder paar Leute waren vielleicht hier wirklich Tag und Nacht, die haben hier gewohnt, eventuell,
Aber da müsste es auch wieder eine Kantine geben und so weiter. Aber das kann natürlich auch hier irgendwas in der Art gewesen sein, dass hier ein Speisesaal mit Kantine war. Aber das ist alles ausgebrannt. Aber das sieht schon eher aus nach einem Gebäude mit Zimmern. Können aber auch genauso Büroräume gewesen sein. Man muss ja das ganze Zeugs hier verwalten. Und da bräuchte man natürlich auch solche Büros. Wir schauen einfach rein, was wir hier finden. Also wie vermutet, gibt es hier mehrere Zimmer. Kleinere, größere. Glas. Also ich vermute, das ist hier das sind Bürogebäude gewesen. Also keine Zimmer. Einfach irgendwelche Verwaltung. Hier so WC, Toiletten. Deswegen gab es hier auch keine Duschen, kein Trinkwasser. Ja. Aber wahrscheinlich ähnlich wie unten. Nicht ganz, also hier war ja ein Gitter, eine Gittertür. Was ist denn hier passiert mit der Tür? Also der hat schon bessere Zeiten hinter sich. Also da haben sich welche die Mühe gegeben, hier die Türen kaputt zu schlagen. Aber so wirklich alle, um festzustellen, dass die Räume leer sind, sehe ich das richtig. Also den Kraftaufwand hätte man sich meiner Meinung nach echt sparen können, weil das sieht man hier nichts. Aber verschlossene Türen bedeutet immer, oh, da könnte was sein. Da werden die Menschen neugierig. Hat den Vorteil, ich kann hier einfach durchspazieren. Aber auch hier gibt es nur die Toiletten. Keine Duschen, also waren es doch wohl wirklich nur Büroräume. Pforte, wo der Pförtner stand und die Autos rein rausgelassen hat, beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Abenteuer. Das Leben ist ein Abenteuer.